Oh yeah, Elektroschrott. Ahoi, ihr Süßwassermatrosen. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, was Vernünftiges zu bauen. Es ist viel zu warm, es ist viel zu schön. Ich habe gerade von der Brauerei Rapp eine Lieferung Bier bekommen und deswegen gibt es heute keine Basteleien, sondern ein Paket und noch ein Paket. Beide ziemlich schwer, beide ziemlich dick und ich habe und gesagt. Warum sage ich immer und? Und die packe ich jetzt aus, wofür ich euch ein bisschen telemäßig, also näher ran. Ne? So, es geht los mit einem Paket von Benjamin V aus F. Den Leuten, die mir bei Google Plus folgen, besser bekannt als Void FFM. Könnt ihr da mal raten, wo F liegt. Ja. Benjamin hat es mit der Verpackung hier genau richtig gemacht. Er hat Duct Tape verwendet. Ihr wisst ja, das erweckt mein Wohlwollen und deswegen mache ich das Paket heute auch als erstes auf. Schauen wir doch gleich mal, was da drin sein mag. Ja. Ah, da drin sehen wir gleich noch mehr Duct Tape. Das nenne ich mal sachkundig verpackt. Und schauen wir mal, was der Gut hier so alles schön eingepackt hat. Wir haben hier einen abgeschnittenen SCART-Stecker mit dem Aufkleber Hehehehe von der Firma Schweiger. Der Nutzwert dieses SCART-Steckers ist kaum zu beziffern, dafür sind einfach die Zahlen zu klein. Wertstoffhof. Wir haben Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial ist gut. Oh, da sehe ich schöne Sachen, die mache ich später. Ein kleines Schrottpäckchen. Ah. Schaumgummi und Duct Tape. Mit. Er hat mir einen Infrarotsensor geschickt. Also so einer wie die, die ich im PipiLite verwendet habe. Dazu sage ich nur kurz. Den kann ich ja dann in meine Tüte zu den anderen tun. Sehr gut. Ja, kann man ja auch nicht genug haben, die Dinger. Sind ja nützlich, so ist es nicht. Gut. Dann haben wir hier, oh, das ist ein bisschen schwer. Schwer ist schön. ich habe mir gedacht, sind wir einfach mal brutal. Das dürfte, also, naja, so. Ich bin kein Experte, aber lasst mich raten, ich glaube, es ist ein Motor. Fühlt sich schön schwer an und ist auch schön schwer. Ich sehe darauf eine Zahl. Ich weiß nicht, ob das eine Typenbezeichnung oder ein Datecode ist. Hinten steht Pro drauf. Naja, ich würde einfach mal Strom dran geben und schauen, bei welchen Spannungen er loslegt und dann mal raten. Ich meine, hey, machen wir doch einfach mal kurz. Ich habe hier ein Labornetzteil hier. Wir raten einfach mal, dass die Seite, wo so ein roter Stern dran ist, wahrscheinlich der Pluspol sein soll. Plus klemmen wir auch noch an. Aber 1,9 Volt tut er noch nicht viel. 3,3 passiert schon ein bisschen was. 5, 10, 12, 16. Also dreht bei 16 noch sehr gemächlich. Ich tippe mal auf den 24 Volt Gleichstrommotor. Ja, kommt in die Motorkiste. Ne? Das könnte nochmal gebraucht werden. Next, noch eine Sache mit viel Wicklung drumherum und es sieht so aus, auch mit ordentlich Wicklung drin. Ein Trafo! Ja. Was transformieren wir denn hier Schönes? Es steht drauf 3001 18270 EMA SCH04 www
epcoelektronik.com. Das Gute ist, bei einer Firma, die schon eine URL hier oben drauf dengelt und wo das Ganze irgendwie so wertig und stabil aussieht, findet man wahrscheinlich im Internet sogar eine Info dazu, was es genau ist. Für mich gerade interessant der Umstand, dass es einen Eingang hat. Also ich sehe hier wirklich nur die Anschlüsse der Primärspule, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich sehe keine Anschlüsse für die Sekundärwicklung. Das heißt, das könnte auch einfach nur die Killerdrossel vor dem Herrn sein. Also noch nicht mal ein Trafo, sondern nur eine Drossel. Ich werde das mal recherchieren. Die da unten verlinkte türkische Bezeichnung richtig kapiert, ist das eine verhärtete Spule für PFC, Power Factor Correction. Wisst schon, ihr, ne? Induktive Last und so. Next up, ein kleines Schlottpäckchen mit ICs. Ach ja, gerade jetzt, wo ich aufgehört habe, Sachen mit Through-Hole zu machen, sondern nur noch mit SMD-Gedengel rumlöte, da trudelt das Zeug ein. Was haben wir denn hier in dieser fantastischen antistatischen Verpackung? Wir haben einen. Handelt sich um ein Gate Array von Fujitsu, ist sowas wie ein FPGA, nur älter. Dann haben wir hier einen CD4047BCN. Monostabiler, stabiler Multivibrator, so 555er Zeug müsst ihr euch vorstellen, kann so ungefähr bis zu einem Megahertz rumtakten oder pulsen, was man will. Und wir haben einen HIF4006BP. Ganz komisches, schiffriges da mit 18 Stufen. Komisches Zeug. Philips, whatever this may be, mit einem verbogenen Beinchen. Jetzt ist es gerade. Ja, ist im Zweifelsfall was für die Chipkiste. Dann haben wir... Sehr schön. Ein Heißkleber-Blob mit drei eingeklebten LEDs, DuPont-Anschlüssen, einer Markierung GND, was mich auf Common Cathode tippen lässt, und dem Hinweis RGB Vintage Style. Das ist natürlich jetzt nicht mit meinen Micro-RGB-LEDs zu vergleichen. Ein bisschen weniger kompakt, aber natürlich auch sehr hübsch. Das kann ich bestimmt gebrauchen für... Vielleicht fällt mir was an. Ansonsten hätten wir noch ein Beutelchen mit Kleinteilen. Assorted Small Parts. Bei diesen Kleinteilen sehe ich auf jeden Fall schon mal zwei von diesen praktischen Hakenklemmen. Die sind auf jeden Fall irgendwo mal verbaubar. So ein paar kleine Schrauben mit Federn dran und diverse Folienkondensatoren. Ah, ganz geil, hier sind so ein paar X2-geratete Kondensatoren. Hier ist ein 275 Volt. 220 Nanofarad? Ja, das sieht fast aus wie 220 Nano Henry. Gibt es X2-Spulen? Ich werde das recherchieren müssen. Kondensatoren, Mann! Ein Taster. Noch so ein Kondensator. Noch ein Folienkondensator. Noch ein Folienkondensator. Naja, es sind in erster Linie ein paar Folienkondensatoren und zwei von diesen Anschlussklemmen. Und... Das hier sieht so aus, als hätte es das Talent, hier die Hauptangelegenheit des Tages zu werden. Dosenbier! Binding! Römerpilz! Das Frankfurter Original! Ich dachte immer, Binding wäre irgendwie sowas Amerikanisches, bei Binding, Lager, internationale Werbung und so weiter. Kannst du mal sehen. Ist jetzt natürlich leider dank Aufenthalt in der Packstation alles andere als kühl und deswegen werde ich das nicht auf der Stelle verkosten können. Bevor ich das nächste Paket aufmache, muss ich dann doch nochmal die Taster hier einzeln reinhalten. Die sind nämlich ganz schön geil. Also ziemlich fette 1x1 cm Kaliber. Sowas habe ich bisher noch nicht in der Schublade und ich bin mir sicher, die kann ich mal gebrauchen. Cooles Ding. Weiter geht's mit einem großen und eindeutig gekennzeichneten Paket von André R. aus... Ups, R. Ich hatte es überpinselt. Lieber André und alle anderen Einsender, ich finde es ja total geil, dass ihr mir das schickt. Tut mir aber einen Gefallen. Schickt es nicht an meine Privatadresse, schickt es an die Packstation-Adresse.
Grund ist ganz einfach, unser Postbote ist ein Riesenarschloch, ungefähr so, ja, möglicherweise auch mit dieser Bewegung. Und obwohl wir uns schon mehrfach beschwert haben, schmeißt er solche Pakete einfach auf unsere Stufe vor die Tür. Das ist einigermaßen okay, wenn das Wetter toll ist, weil wir haben jetzt keine Nachbarn, die das Zeug klauen. Aber wenn es ein bisschen regnet, naja, dann haben wir schon mehr als einmal Pappmaché-Pakete gehabt und darum wäre es schade. Deswegen bitte, bitte, bitte schickt mir keine Pakete nach Hause. Ich weiß, es ist einfach die Adresse rauszufinden. Schickt sie an die Packstationsadresse. Die findet ihr im About vom YouTube-Channel und auch auf elektroschrott.bluefort.net. Guckt einfach in der Beschreibung von dem Video hier. Damit aber an den freudigen Teil, nämlich das Auspacken dieses Pakets. Er hatte zwar kein Duct Tape, der gute André, aber er hatte jede Menge vernünftiges Klebeband und na gut, das lassen wir auch mal gelten. Ist ja auch schon fast Duct Tape. Na, schauen wir mal, wir haben hier auch einen Brief dabei. Hallo Leo, da du als wirklich bedauernswerter Mensch so selten mal ein Paket als kleine Anerkennung für deine Unterhaltungssendung bekommst, hier ist ein wenig Elektroschrott für dich. Yay, der Wertstoffhof freut sich. Wenn du etwas davon verwerten kannst, umso besser. Mein Wertstoffhof hat mich damit wieder weggeschickt, so ein Kleinkram nehmen die nicht. Also kommt das Zeug zu dir, ganz klar. Viele Grüße, Sel. Ah, ich weiß, wer es ist. Falls mal was ist, kannst du mich unter der E-Mail piep erreichen. Liebe Grüße, André. Hervorragend. Also, das hebe ich mir auf, wegen der Mailadresse. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir mal, was mir hier geschickt wurde. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie hatte ich immer gedacht, dass dieser Sel Österreicher sein müsste. Komisch. Oh, da ist aber viel Kram drin. Teilweise auch wirklich lustige Sachen. Ich fange mal an mit ein paar Platinen, wo hinten eine Anleitung dabei ist. Könnte sich also um einen Bausatz handeln. Ich weiß nicht, ob ich hier noch Teile finde. Ah, nee, es sind Display-Module. So, was haben wir hier als Text? Stehen ein paar Features dabei, Pin-Configuration, bla 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 bla. Okay, das muss ich mir wahrscheinlich mal näher anschauen. Aussehen tun die ja witzig, aber das ist ein Modul. Ah ja, das ist ein Modul, da gehört scheinbar noch ein Controller drauf. Naja, oben ist noch Bestückung auf dem Silkscreen. Okay, ich müsste mir hier also einen ET6621S besorgen und dann könnte ich diese drei LCDs hier zum Leuchten bringen. Okay, abgefahren. Kommt in mein Kistchen mit der Beschriftung diverse Schaltungen. Dann, das hier sieht für mich aus wie ein ziemlich großer einstellbarer Kondensator. Ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, das ist genau dieses. Vermutlich aus irgendeiner Art von Rundfunkgerät, Sender, Empfänger, keine Ahnung, ausgebaut. Von RFT. RFT, ist das nicht diese so eine DDR-Firma, die da die ziemlich guten Geräte gebaut hat? Ich bilde mir da sowas ein. Ich könnte momentan noch nicht sagen, ob oder wofür sowas für mich brauchbar sein könnte, aber es sieht auf jeden Fall lustig aus. Dann hier ein, oh, den finde ich schon sehr schön so vom Anschauen. Da ist höchstens noch die Frage, ob es funktioniert. Spulenmessgerät. Da. Und zwar von Gossen. Also richtig geiler Hersteller eigentlich. Sieht aber so aus, als hätte es die eine Sicherung, die hinten dran ist, ziemlich hinter sich. Ja, schauen wir mal. Ne? Geht. Geht auch. Ha! Und wenn ich hier mit dem Durchgangsprüfer beigehe, schlägt die Nadel aus. Will heißen, das Teil funktioniert tatsächlich noch. Und ich meine, sorry, das ist wirklich schick. Das kann ich bestimmt mal bei irgendeinem Projekt als Display verwenden. Das ist echt geil. Danke, André. Das ist richtig geil. Vor allem, weil es auch nicht irgendein No-Name-Schrott ist, sondern halt auch gleich noch vergossen. Das ist schon fein. Dann ein Mystery-Gerät. Mensch, das ist ein echt krasses Paket hier. Das sieht für mich aus, das müsste André jetzt bestätigen oder verneinen, weil es ist natürlich so nicht weiter zu recherchieren.
Aber ich würde sagen, Überspannungsschutz, irgendwie Blitzfilter, Fu-Dingens, damit man halt Geräte, die ein bisschen empfindlicher sind, davor schützen kann, dass sie einen abbekommen. Ist das sowas an dem? Schreibt mal in die Kommentare. Next up. Wovon ich schon genug habe, sind USB auf Seriellkabel. Sowas habe ich noch nicht auf Parallel. Falls ich mal einen alten Drucker bekomme oder so. Oder ja, vielleicht baue ich mir dann mal so einen parallelen Programmer für meine AVR-Chips. Dann könnte ich das sogar gebrauchen. Ne? Wer weiß, wegschmeißen tue ich sowas nicht. Dann, oh, schnuckelig. Heute ist wirklich wie Weihnachten. Das ist ja unglaublich, was ich hier alles bekomme. Sehr, sehr geil. Ah ja, okay. Aha. Wir haben offensichtlich ein Netzteil. Oder zumindest ein Trafo mal. Ein Trafo mit zwei Dioden. Das riecht immer so ein bisschen nach Gleichrichter. AC-Adapter für bla bla bla. Input 220 bis 230. Output 1,5 Volt bei 1,2 Ampere. Okay. 1,5 Volt. Was macht man mit 1,5 Volt? Ja, sag's mal so, wenn ich mal 1,5 Volt brauche, weiß ich jetzt, wo ich sie herkriegen kann. Da, haha. Ein Schoko-Stecker an einem Kästchen. The supply cord of this transformer cannot be replaced. If the cord is damaged, the transformer should be discarded. Ich schließe daraus, es handelt sich um einen Transformator und es steht drauf Prasa-Netzteil. 230 Volt auf 12 Volt bei 0,83 Ampere. Was macht man mit 12 Volt und 0,83 Ampere? Naja, vielleicht brauche ich es ja mal für irgendwas. Sieht jedenfalls noch intakt aus und im allerschlimmsten Fall ist es eine sehr, sehr schöne Netzkabelzuführung. Das ist ein richtig stabiles Gummikabel mit einem von diesen schönen, feuchtigkeitsgeschützten Schuko-Steckern. Gut. Das hier ist eine USB-Leuchte. Das ist gar nicht mal so blöde hier. Und zwar deswegen, weil ich hier so ein paar Geräte wie meine Weller-Lötstation oder auch das Oszilloskop habe, die tatsächlich einen USB-Ausgang haben, wo Strom rauskommt. Das heißt, hier kann ich notfalls so ein bisschen Direktbeleuchtung damit machen. Schauen wir doch mal, ob es bei der Weller funktioniert. Also ich meine, das hängt ja immer davon ab, ob es tatsächlich Strom liefert. Na los, komm schon, geh halt rein. Cool. Jetzt kann ich meine Lötstation verwenden, um beim Löten noch zusätzliches Licht zu bekommen. Wie lässig ist das denn? Gut, klemme ich jetzt aber erstmal ab, kommt hier im Fundus. Hier haben wir einen Dymo Label Maker 2. Och, wie süß. Sogar noch ein Dingens drin, noch eine Labelkassette drin. Masterfrage ist natürlich immer, tut das Ding noch? Falls es noch tut, ist zumindest kein Strom dran. Man kann ein externes 9 Volt Netzteil anschließen. Ich weiß nicht, ob man irgendwo eine Batterie... Ah ja, hier. Ah ja, da kann man einen riesigen Haufen AA-Batterien dran klemmen. Da ich jetzt gerade kein 9 Volt Netzteil zur Hand habe... Wobei, warte mal. Es ist mir jetzt gerade ein bisschen zu stressig. Werde ich wahrscheinlich nachher mal ausprobieren, sage ich jetzt einfach mal so grob. Falls es nicht funktioniert, wäre es nicht so schlimm. Ich bin im Besitz des Nachfolgers. Dann, manchmal kriege ich in diesen Paketen so lustige Sachen, die so nach extremen Oldschool-Bauteilen aussehen. Ich habe keine Ahnung, ob diese Bauteile hier Oldschool sind, aber diese 470 Nanohenry bei 63 Volt Induktoren, ja, das sind doch Spulen-Induktivitäten, oder? Kondensatoren, Mann! Mein NH müssen Nanohenry sein. Putzig, kommt zu meinen Induktivitäten. Dann haben wir hier
sowas habe ich schon mal gesehen. Sowas habe ich schon mal gesehen. Blöde Frage, ist das ein Selen-Gleichrichter? Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich sowas schon mal in einem Film, in einem Video gesehen habe. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was es war. Meine Vermutung wäre, dass man hier an den Seiten Wechselspannung anlegt und dann hier eine Gleichspannung bekommt, Plus- und Minusspannung, mit in der Mitte einem Abgriff für die Erde, für Masse. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. André, könntest du eventuell in den Kommentaren einen Hinweis darauf geben, was es ist, damit ich damit nicht irgendwas mache, womit ich mich oder das beschädige? Sieht auf jeden Fall witzig aus nach irgendwas, was man mal irgendwo verbauen kann an der Stelle, wo es gut sichtbar ist. Das hat schon fast was Steampunkiges. Next. Von diesen Teilen hier sind 4 Stück dabei. Ich pack mal einen davon aus. Also es handelt sich um Aluminiumkühlkörper mit Bohrungen. Und auf einer Seite ist irgendwas, was irgendwie angeschlossen ist. Schau mal, man kann es nicht rausdrehen. André, Hilfe! André, was ist das? André, sag. Keine Ahnung, was das ist. Fette DDR-Leistungsdioden. 800 Volt, 20 Ampere, die können richtig Watt. Keine Ahnung, was ich damit soll. Dann diese Mystery-Bauteile mal beiseite. Wie unschwer zu erkennen ist, wurde mir hier eine Erweiterungskarte geschickt. Ich rate mal Netzwerk. USB. Oh, schön. Schönen schwarzen PCB. Das ist eine PCI-Karte mit 2 USB-2-Steckern dran, würde ich mal so sagen. Klingt jetzt erstmal nach was, was man nicht so die ganze Zeit benutzen will. Cool ist, hier hinten ist auch noch ein Lötding dran, wo man noch einen Stecker für einen internen USB dran machen kann. Das kann ich eventuell tatsächlich in meinen Server unten im Keller gebrauchen. Das wäre durchaus denkbar, weil die haben relativ wenig USB-Slots, wie es halt bei Servern so üblich ist. Das könnte sogar noch mal sinnvoll werden. Dann schauen wir noch mal, was wir hier haben. Oh, süß. Ein LiPo-Ladegerät mit dem Hinweis China-Böller. Sieht nach guter AliExpress-Qualität aus. Die Platine ist allerdings ordentlicher, als man es möglicherweise denken würde. Ja, mein Gott, vielleicht baue ich ja mal irgendein Projekt, wo ich einen LiPo-Akku reinbastle und kann das mal gebrauchen. Ich meine, warum nicht? Entschuldigung, meine Copter-Akkus werde ich damit nicht laden, aber es ist definitiv ein Blick wert für irgendwelche anderen Projekte. So, und dann könnte man sagen, der liebe André hat sich noch einen Spaß gemacht. Der ganze Rest der Kiste besteht aus diesen Plastik-Ziplock-Beuteln. Ziplock-Beutel ist natürlich eine gute Sache. Ich fürchte, ich muss meine bisherige Kiste mit Ziplock-Beuteln jetzt hier rein verfrachten, weil ich habe jetzt zu viele Ziplock-Beutel für die kleine Kiste. Ich glaube, langsam kann ich anfangen, die Dinger wegzuschmeißen, wenn ich mal welche habe, die ich nicht brauche. Aber fürs Erste hat André dafür gesorgt, dass ich viele Ziplock-Beutel habe. Viele Ziplock-Beutel. Dafür vielen Dank, André. Super geile Box. Aber sei doch so gut, du hast dir bestimmt gemerkt, bei welchen Sachen ich keine Ahnung hatte, was es ist. Kommentieren, 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 sagen, was es ist. Das war's mal wieder mit einer Mehlbacke. Nein, nicht mit einem Mehlbackpaket, sondern mit 2 Mehlbackepaketen. Ich danke den edlen Spendern für ihren Schrott. Und ich verspreche, dass ich versuchen werde, so viel wie möglich davon tatsächlich irgendwie zu verwenden. Natürlich kann man nie garantieren, dass nicht irgendwas mal bei irgendeinem anderen YouTuber in einem Paket auftaucht oder auf dem Wertstoffhof. Aber ich denke, das ist voll schon okay. Hauptsache, es hat Spaß gemacht beim Auspacken und das hat es. Ich bin bei ein paar von den Sachen von André noch sehr gespannt drauf, was es eigentlich ist. Aber ich bin mir sicher, er wird es mir sagen können, weil er wird mir doch keine Sachen schicken, von denen er nicht weiß, was er mir da geschickt hat, oder? Na, André, würdest du nicht machen, ne? Nee, würdest du nicht. Na gut. Wir haben vor uns ein langes Wochenende und an diesem langen Wochenende habe ich mir vorgenommen, wird der Schlangenmat endlich mal fertig gebaut von der Hardware her.
damit ich anfangen kann, mal so richtig an der Software rumzuzuppeln. Es gibt mit Sicherheit nochmal ein Video. Ich weiß, langsam könnt ihr die Schlangenmatten-Videos nicht mehr sehen, aber ich muss sie halt machen. Schließlich baue ich das Teil. Nur bis dahin gab es zwar mal ein bisschen das kommt davon, wenn man sich nicht vorbereitet. Bis dahin gab es etwas Abwechslung. Und ihr geht jetzt am besten mal alle zum Kühlschrank und holt euch ein Erfrischungsgetränk eurer Wahl. Gerne auch hopfenhaltig. Und während ihr das macht, sag ich Schüsseling. Plötte war jetzt gut 2,5 Stunden im Kühlschrank oder so. 2 Stunden, ach was weiß ich, war auf jeden Fall im Kühlschrank. Ist hinreichend kalt. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob die Hesse, ja, die überhaupt Bier machen können. Ich habe ja nie hessisches Dosenbier getrunken. Hessisches Dosenbier. Also, Volt, danke für die milden Gaben und Prost. Ja, das perlt. Das ist nicht schlecht. Das ist klar, das ist Dosenbier und es ist natürlich kein bayerisches Bier, aber ja, es tut so gut. Ja. Ich hatte ein Lager in Frankfurt.